Ja, also das Besondere an der Mikrosilber-Handcreme ist einerseits ihre pflegende Eigenschaften, aber eben der Zusatz mit dem antiviral und antibakteriell wirkenden Wirkstoff Mikrosilber BG. Aber wenn wir das Mikrosilber auf der Haut haben, aufgetragen mit der Handcreme, verteilen wir doch eine gewisse Schicht des Mikrosilbers auf der Haut. Es ist ein Schutzfilm, der ein gutes Gefühl auch für sich selbst gibt, dass man da gefeit ist gegen die Probleme des Alltags. Alles spiegelt sich im Aussehen unserer Hände wider. Das können leichte Rötungen sein, es schmerzt irgendwas, es juckt irgendetwas. Das sind Dinge, die sich dann auswirken, dass vielleicht Rötungen auftreten oder Entzündungen auftauchen, die ein unangenehmes Gefühl erzeugen. Es kann aber auch größere Symptome sichtbar werden, dass nämlich die Haut schuppig wirkt, die Haut rissig wirkt. Und das sind alles Dinge durch Beanspruchungen unserer Hände. Und gepflegte Hände sind ein Spiegelbild auch für unser persönliches Image. Nicht nur das Gesicht, sondern auch die Hände sind ein Vorzeigeobjekt. Und gepflegte Hände sehen einfach gut aus. Und das kann man jetzt mit verschiedenen Methoden realisieren. Wir haben die nährenden Wirkstoffe aus der Handcreme kombiniert mit einer weiteren Benefit des Mikrosilber-Handcremes. Es ist nicht nur eine Handcreme für den täglichen Benutzung, sondern es stellt auch eine Abwehrfunktion gegen antibakterielle und antivirale Wirkungen, die man erzielen möchte.